Schnauze da vorne. Ich hab schon Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Toten, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, den allmächtigen Vater. Von dort wird er kommen, zu richten den Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, der heiligen christlichen Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 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 Willkommen zur Hochzeit von Frau Orett und Herrn Schmitz. Wir bedanken uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. So beginnen wir das Fest im Namen der dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geistes. Liebes Brautpaar, Sie beide sind Musikliebhaber. Das habe ich schon auf den ersten Blick gesehen. Sie haben deshalb auch einen Trauspruch eines Zitatens vom heiligen Ignatius ausgewählt, nehmt Gottes Melodie in euch auf. Mit einer kurzen Geschichte wollen wir uns einstimmen lassen auf diese Melodie. Es war einmal eine Gitarrenseite. Sie lag dicht neben der Gitarre und dachte, wenn ich so da liege, dann bin ich frei. Dann bin ich ja nicht eingespannt. Das fehlt mir gerade noch. Einspannen zu lassen auf den altmodischen Klangkörper und dann noch zwischen der brummigen Bassseite und der abgegriffenen D-Seite. Weit käme das noch, die Gitarrenseite blieb zwar frei, aber sie wurde immer unglücklicher in ihrer einsamen Freiheit. Er war aber auch ein Spieler, der seine alten Instrumenten sehr liebte. Er hatte sich geschworen, niemals eine Seite einzuspannen, wenn sie nicht wollte. Sie musste erst oft warten, lange warten, bis er wieder spielen konnte. Und nun sah er, wie die Gitarrenseite alleine am Boden liegte. Unter ihrer Bedeutungslosigkeit litt. Er dachte, wenn du wüsstest, was in der steckt, welche Musik. Er sah, wie die Seite ihn anblickte, voller Not und Sehnsucht. Dann nahm er sie behutsam, spannte sie ein, immer etwas stärker. Sie begann zu klingen und mit zunehmender Spannung gewann ihr Klang an Schönheit. Als sie ihre Tonlage erreicht hatte, erklang sie in Harmonie mit dem anderen Nachbarseiten. Die Musik konnte beginnen. Nun, wenn wir selbst bereit sind, Gottes Melodie in uns aufzunehmen und uns einzuspannen zu lassen, dann können wir erklingen und selbst zur Melodie werden. Denn Jesus Christus hat die Melodie Gottes, hat die Liebe Gottes zu uns Hand und Fuß und auch ein Gesicht bekommen.
Wollen wir zu Beginn dieses Feier in einer Kirche-Ruf loben. Herr Jesus Christus, du bist aus Liebe zu uns Menschen geworden. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns ein Beispiel gegeben, wie wir leben sollen. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast die Liebe gelebt, die stärker ist als der Tod. Herr, erbarme dich. Ja, mit der Liebe ist es wie mit einem Rinderbauernbrett. Erst muss man das Bett eine halbe Nacht lang wärmen, dann wärmt es einen das Bett, dass man es nicht verlassen will. Oder wenn zwei zusammenschlafen, wärmt einer den anderen, einer alleine. Wie soll er warm werden? Herr Schauner wird uns nun aus dem Psalm 36, Vers 6 bis 10 vorlesen. Herr Schauner. Ja, Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Reich wie die große Tiefe. Gott, du hilfst den Menschen und den Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, das Menschenkind unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden statt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und die deinem Lichte stehen wie das Licht. Dankeschön, Herr Schauner. Ja, Gott ist Liebe. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben. Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seines einzigen Sohns in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben, nicht daran bestehen, die Liebe, die Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, den Sohn, als Sünde für unsere Sünden gesandt hat. Bruder, kannst du vielleicht mal vor meinem Dach liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Erster Johannesbrief. Hören uns jetzt nun das Musikstück Halleluja uns jetzt anhören. Ach, wenn ihr Lust habt mitzusingen, irgendwo unter den stillen Texte sein, wenn ihr Lust habt mitzusingen.
Sommer. Dankeschön, dass so viele zahlreiche mitgesungen haben. Hören jetzt uns nun was aus dem Evangelium hören von Johannes. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut. Was ich euch auftrage, nenne euch nicht der Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch als mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Wird euch der Vater als gegeben, und was ihr ihn in meinem Namen bittet, das trägt ich euch auf. Liebt einander. Johannes 5, Vers 12 bis 17. Bitte nun euch zu erheben. Wir werden jetzt nun ein Gebet sprechen. Alle bitte erheben, auch die bitte auch da die hinteren Reihen. Das Ding runter. Allmächtiger Vater, du stehst bei dem aufrichtigen Herz vor dich treten. Hilf diesen beiden einander, die Treue zu bewahren, deinen Frieden und in deinem Willen zu bleiben, aller Zeit aneinander zu lieben. So bitten wir ihn, Gemeinschaft des Heiligen Geistes durch Jesus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 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 Dieses Brautpaar, dass du Gott ihre Liebe heiligst, beiden in unverbrüchlichen Treue hältst, dass du Kraft schenkst, einander mit Geduld beizustehen und in ihrer Ehre Glauben an einer Verweisung zu führen. Dankeschön. Können sich nun wieder setzen. Liebes Brautpaar, ich bitte Sie nun nach vorne zu treten für die Trauung. Mirko Schmitz, ich frage Sie, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut Kiki Red den Bund der Ehe zu schließen? Jetzt geht's los. Alter. Man hört leider nichts. Ja, ich will. Schön. Und Kiki Red, ich frage Sie, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Bräutigam Mirko Schmitz den Bund der Ehe zu schließen? Ja, ich will. Mirko, wollen Sie Ihre Frau lieben und achten, ihre die Treue halten, Tage Ihres Lebens? Wollen Sie Ihren Mann... wollen Sie das, will. Herr Schmitz? Ja, ich will. Borat, wollen Sie Ihren Mann lieben und achten, Treue halten, auch ihm die Tage seines Lebens geben? Ja, ich will.
bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott ihnen schenken will, und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen. Das heißt ja. Ja, ich will. Es geht an euch beide. Ja. Beide bereit, als christliche Eheleute mit Verantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen. Ja. Sind sie also beide zur christlichen Ehe bereit, bevor sie den Bund der Ehe schließen, werde ich die Ringe gesegnet, die sie einander anstecken werden. Bitte nun um die Ringe. Ringe! Tauzeuge! Warum die eigentlich da ganz hinten? Ja, weiß ich auch nicht. Bitte ist nun die Ringe nun hier auf den Tisch zu legen. Gesundheit. Auf den Tisch legen, ich werde jetzt nun die Ringe segnen. Ja. Herr und Gott, du bist menschliche Augen verborgen, aber dennoch in unserer Welt zugegen. Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Mensch aneinander lieben. Segne diese Ringe, segne diese Brautleute, die als Zeichen ihrer Liebe und Treue tragen werden. Lass in ihrer Gemeinschaft eine verborgene Gegenwart und sichtbar werden. Darum bitten wir durch Christus, unser Herrn. Amen. 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 Reichen Sie jetzt nun aneinander die rechte Hand. Das wird schwierig. Gott, der Herr, hat sie als Mann und Frau verbunden. Er ist die Treue, die wir zu ihnen bringen und das Gute, das er begonnen hat, vollenden. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den sie geschlossen haben. Sie aber. Trauzeuge, Mumbete und Trauzeugin. Natürlich. Yonogasai. Und alle, die zugegen sind, nehme ich zu, Zeugen diesen heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch trennen. Deswegen frage ich euch als Braut und Bräutigam, möchtet ihr den Bund der Ehe schließen? Ja, ich will. Auch. Dann erkläre ich euch nun zu Mann und Frau. Am Ende werden wir uns noch beten. Deswegen bitte ich euch nochmal zu erheben für das Gebet. Lasst uns beten zum Herrn. Brautleute, die Trauung an den Alltag getreten sind, damit sie gestärkt durch den Empfang des Leibes und des Blutes Christi für immer verbunden bleiben, in gegenseitiger Liebe. Wir preisen dich, heiliger Vater, den du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen, als Mann und Frau, damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen. Von Anbeginn war es dein Wille, dass ihre Verbindung der Ehe ein Abbild deiner Liebe zu den Menschen ist. Ein lebendiges Zeugnis für den Bund, den du einem Volk geschlossen hast. Wir danken dir, ehrliche Gemeinschaft für deine Gläubige, ein Abbild des Bundes zwischen Christus und der Kirche ist. Stellt sich das Sakrament der Ehe sichtbar dar. Christus seine Kirche liebt. Bitten dich, Gott, heiliger Vater, strecke deine Hand aus, Kikret und Mirkuret, gib ihnen die Kraft Heiligen Geistes für ihr gemeinsames Leben. Verleih ihnen, o Herr, dass sie in der Gemeinschaft der Ehe ein Herz und eine Seele sind, füreinander ein Zeichen deiner Gegenwart. Hilf ihnen, ihre Pläne für die Zukunft gemeinsam zu verwirklichen. Schenke ihnen die Kraft, ihre Kinder im Glauben zu erziehen, ihren Leben
auszurichten auf dich hin. Denke das Braut, würde deine segnen. Lasse in Liebe und Verständnis ihrer Aufgabe als Ehefrau und Mutter gerecht werden. Auch dem Bräutigam Mirkoret werde deine reicher Segen zuteilen. Lass ihn ein guter Ehemann und Vater sein. Schenke der Braut Kikiret die Fülle deines Segens. Lass sie Liebe und Verständnis ihrer Aufgabe als Ehefrau gerecht werden. Auch dem Bräutigam Mirkoret werde deinen reichen Segen zuteilen. Lass ihn ein guter Ehemann sein. Gewähre heiliger Vater den neuen Vermählt Teilnahme christlichen Mahl. Aus seinem Platz himmlischen Hochzeitsmahl. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Einheit des Heiligen Geistes mit den herrscht in aller Ewigkeit. Amen. 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 Ich bedanke Amen. Mich, Amen. Dass Sie teilgenommen Amen. Haben bei der Hochzeit. Amen. Abendbuffet. Gibt es dann noch am Red Burger? Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Abend. Ja, ihr seid alle eingeladen zum Essen und Trinken. Kostenlos. Ja, dann hin. Flipp ich auch, mein Schatz. So, und jetzt verziehen wir uns mal hier. Echt mal, scheiße dunkel hier. Herr Cortes, würden Sie mal einmal bitte kurz zu mir kommen? Du nicht. Oh. Ja, was gibt's? Das Ehepaar. Schmitz. Ja, das wahrscheinlich gerade nicht mitbekommen. Ich habe die Einsatzleitung mit der 69 übernommen. Die Fahrer wurde gerade beschossen auf der Brücke. Ja, ich habe mit den Kollegen ausgemacht, wie sicher der Ziehbrücke und den Parkplatz für die Leute. Die Frau dann, dass sie hier gut von der Insel kommen, ja? Ja, alles klar, gut. Dann hol ich mal die Knifte raus. Ich hab schon eine Warnung rausgegeben an alle Kollegen. Ich habe extra gesagt, wir machen keine Panik. Sie dürfen uns aber ja. Alles klar. Super, alles klar. Check. Check. Okay. Alles klar. Machen wir das. Wie wäre es denn eventuell, wenn die beiden Kollegen von dort schon beim Einsatz zurückkommen? Wenn wir mit dem so Einsatzboot hier rüber schwimmen und eventuell gucken, ob eventuell Bewegung auf dem Wasser sein könnte, können? Ja. Ich mache mir gar nicht so viel Sorgen mehr ums Wasser. Ich mache mir eher Sorgen um die Brücke, dass wir die Brücke komplett frei halten und dass die Leute ungeschont vom Parkplatz und von der Insel runterkommen. Ja, check. Noch. Sollte dann vielleicht eine Streife mal vorfahren und zumindest das Ende der Brücke absichern? Eine Streife fährt vor, macht die Brücke komplett frei und die anderen Einheiten, wir sind die letzten, die hier abrücken. Wenn die Zivilisten natürlich hier bleiben möchten, dann bleiben sie hier, aber wir warten erstmal, bis der größte Ansturm vorbei ist. Ja, wenn die 19 mal gerade hochkommen würde, dann könnten wir das übernehmen, wenn die jetzt nicht gerade unten beschäftigt ist. Ja, 38 ebenfalls, ich warte auf sie.